Hallo, schönen guten Tag. Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Lass ich mal gucken, ob ihr auch alle, das bin ich, das steht da unten, ob ihr alle auch da seid. Denn gerade 5 Sekunden vor der Sendung ist mein Chat-Laptop abgestürzt. Und all die Vorbereitung, die ich gemacht habe, ist dahin. Moment, erstmal gucken, ob ihr da seid. Vergesst nicht, bevor ich eine vernünftige Begrüßung mache, weil meine Denkleistung momentan ein bisschen reduziert ist, zu der nachtschlafenden Zeit. Hashtag RBDV, Hashtag Moin Moin, könnt ihr uns per Twitter zum Beispiel da ein paar Sachen rüberschicken, ne? Anscheinend erzeugt ein Schlafmangel bei mir, dass ich einfach ein bisschen nordisch hier zu sprechen, ne? Gehen wir mal hier kurz rüber, ich mach mal hier mal kurz das Ding. Machen wir hier das Ding. So, ich hoffe, der stürzt nicht wieder ab. Was hatte ich denn als letztes gemacht, weswegen der abgestürzt war? Ach ja, das. So, mache ich das auch mal. Ja, heute Morning Show auf Rocket Beans TV, ein komplett neues Ding, ein Novum. Eine wunderbare Angelegenheit. Und da habe ich euch wieder, das ist doch schön. Gregor T-Shirt zeigen, seht ihr doch, das ist der Bullet Club. Wie kann man es hier sehen? So ein bisschen, noch. Nicht da. Die andere Kamera, das halte, ich schalte nicht um, da, oh, scheiße, hätte man sowieso nicht gesehen. Da sieht man es. So, habe ich auch den Wünschen von Klaus Dieter entsprochen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich ein bisschen dürlich aussehe. Kamera, gib mir nochmal die hier. Sieht ein bisschen so aus, als ob ich die Nacht durchgesoffen habe. Guck mal hier, so eine gesunde Rötung hier drumherum. Gefühlt, dass da hier so ein paar Äderchen geplatzt sind oder sowas. das habe ich nicht verlangt. Dass es so close dann auch wieder geht. Holy shit, mach das mal. Oh Gott, mach das mal weg. Mach das mal weg, Regie. Und da ist so ein Ede dahinter. Der ist ja noch roter. Der war. Das ist ja großartig. Ja, eigentlich könnte ich mich genauso in diese Reihe wieder reinarbeiten. Ja, ihr habt es erraten, ich habe mir die Nacht durchgehauen mit Uso, mit Cuba Libre. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich bin noch gewissenhaft unter der Woche und da gehe ich mir nicht die Birne voll knallen. Aber ich springe heute ein für Moin Moin, für die Morning Show. Und natürlich will ich euch da ein wunderbares Programm liefern. Leider die alte Knochen hier. Entweder hat er nicht vernünftig geklingelt, damit ich zeitig aufwache. Ja, ist im Halbschlaf geguckt. Oh, mal gucken, wie spät es ist. Ah, hey, in 15 Minuten geht die Morning schon los. What? Rausgedenkst. Und dementsprechend noch keine Vorbereitungszeit gehabt. Oder das Ding funktioniert nicht richtig, aber eventuell die zweite Konsequenz macht mir ein bisschen mehr Angst, dass ich den Wecker nicht gehört habe. Weil das hinterfragt meine komplette Lebensweise dann, wenn ich den Wecker nicht höre. Stell dir vor, ich müsste dann irgendeinen Flug erwischen oder irgendwie sowas. Scheiße, ich muss vorher dann viel Stuff tun, so Sachen, die man zu tun hat. Und dann, dann stelle ich den Wecker und dann, oh, mein Flug, ich muss um 5.30 Uhr raus. Wann bin ich aufgewacht? Ach, 14.17 Uhr. Das ist natürlich nicht so nice. Deshalb muss ich nochmal, oder ich brauche irgendetwas, was mich so ins Gesicht boxt. Da gibt es ja auch die Dinger, ne? Packt ja neben das Bett, läuft ja drauf und dann kommt da einmal so. Hier so, ouch, jetzt habe ich das wirklich gemacht. Dementsprechend haben wir nichts gegessen, aber zum Glück stand eine Schüssel mit Studentenfutter. Jetzt habe ich es rausgegeben. Aber es ist noch auf meine Tasche gefallen. Es ist nicht auf dem Boden, es ist auf meiner Tasche, sodass ich diese Erdnuss noch essen kann. Glück gehabt. Die Rosine daneben ist auf den Boden gefallen. Die packe ich zur Seite, bevor da jemand drauftritt oder jemand die isst. Der Tisch ist ja weg, wo ist der Tisch? Ich packe es hier in den
Ich packe sie in die Schubladen rein, wo ich schon nur Dreck drin ist und gebrauchte Taschentücher und eine Bravo. Und so, oh, ich glaube, das ist von mir egal. So. Gregor, seit ich älter werde, geht es mir mit dem Ecker auch genauso, sagen die Leute im Chat. Früher niemals einen Wecker verpasst und natürlich sofort wach, heute gehen. Ja. Ist irgendwo hier, da steht's. Heute gehen. Ja, ich weiß, mit meinem Ecker ist das auch nicht ganz so gut. Mal gucken. Ne? Also, ich wollte mich eigentlich immer darauf verlassen, dass ich zumindest diese gewisse Vorpanik dann da ist, wenn du eh schon einen Termin, einen wichtigen Termin, gibt es was Wichtigeres als das Moin Moin hier, als den du hier hast. Und dann war ich meist schon irgendwie eine Stunde vor dem Klingeln wach, ne? Und konnte dann nicht wieder einpennen vernünftig. Jetzt sehe ich aus, als ob ich die Nacht durchgekechert habe. Ey. Also mal gucken. Wisst ihr, wofür ich nicht mal Zeit hatte? Ich hatte nicht mal Zeit, in den Laden zu gehen, mir ein Frühstück zu holen oder sowas auf dem Weg hier. Und ich konnte mir nicht mal einen InTouch kaufen. Ist das, was geht denn jetzt hier? Ich wollte nicht irgendwie eine alte nehmen, die ich da noch oben liegen habe. Und auch keine InTouch nochmal, die ich da gebunkert habe. Und die dann nehmen, weil das bringt ja nichts. Diese News, ja, ganz genau. Diese News sind ja auch keine News gegebenenfalls mehr. Ja, weil vielleicht sind die Leute dann schon mit anderen wieder zusammen oder nicht mehr zusammen und so weiter. Ich werde mir eine Alternativlösung für heute überlegen, weil ich will doch trotzdem ein bisschen aus der Welt der Promis. Es war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, Studentenfutter zu essen. Das ist die Problematik, warte mal, so, ich mache mal die Hand davor, damit es nicht so rauskippt. Ha. Genau, es ist wirklich so eine ganze Schüssel voll. Ich weiß nicht, warum jemand eine Schüssel mit Studentenfutter entleert hat, aber Studentenfutter finde ich ganz lecker. Man darf es nicht mehr machen. Die ist noch vom Ziff-Event übrig. Die ist noch vom Ziff-Event übrig, deshalb schmeckt so ein bisschen backig. Also ich würde da nicht mehr draus essen, ehrlich gesagt. Paul wird nicht mehr draus essen in der Regie. Hast du ein Glück, dass du nicht ich bist. Eigentlich würde ich auch nicht mehr draus essen. Vom Ziff-Event. Wer weiß, wer das alles seine Hände da drin gehabt hat. Schon ein bisschen nach Donny. Na, egal. Ob es die Hände waren, ich weiß nicht. Gregor, wann geht's Secret of Mana weiter? Am Donnerstag, wenn ihr dann schon so fragt. Ich bin ja, das ist eine schöne Sache, das Hangi-Hauptquartier, was wir jetzt hier haben, bin ich ja ein paar Mal vor die Kamera gesprungen, um es mal auszuprobieren. Natürlich hatte ich die meisten Technikprobleme. Ich, der sowieso schon seit Jahren so oder so streamt und den ganzen anderen Bullshit macht und eigentlich es besser können sollte. Aber es war die Technik, nicht ich war schuld. Das schiebe ich mal da drauf. Nicht die Leute, sondern einfach so, ist ja alles noch so, wie die Babys, die Zahnen, ja? Das sind ja auch, die können sie auch nichts dafür, ne? Aber es ist nun mal so, ne? Da muss man sich dran gewöhnen, dass dann auch ein bisschen nicht ganz, wir haben ein bisschen so mal probiert, ein bisschen gemacht, ein bisschen Ease gespielt, ein bisschen Secret of Mana. Ich habe Secret of Mana daheim weitergespielt und ich bereite gerade vor ein Special für den Retro-Club morgen. Da werde ich ein bisschen was über die Geschichte von Secret of Mana euch sagen. Im Speziellen natürlich das neue Remake auch nochmal vernünftig vorstellen. Aber auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Mal so ein bisschen so analytisch, so wie man es richtig eigentlich machen sollte. Und da zeige ich ein bisschen was mehr. Also ich bin noch fast durch mit Secret of Mana. Wobei ich jetzt an der Stelle bin, da ist der Schwierigkeitsgrad exponentiell angestiegen. Bin ich gerade gelandet mit meinen Charakteren. Irgendwie Level 42 oder sowas. Und ich glaube, der empfohlene Level müsste irgendwas mit 50 sein. Ich weiß nicht warum. Nur weil ich hier ein oder zwei Wolken dann nicht gekillt habe, weil es war ein bisschen anstrengend, die Wolken. Die kann man nicht mit physischen. Egal. Aber da werde ich morgen hoffentlich ein klein bisschen mehr was dazu machen. Ja, es gibt noch mehr Tipps im Chat hier. Und natürlich nicht vergessen, ich lasse mich mal kurz gucken, was jetzt hier mit dem Twitter-Bar. Moin, moin mit Gregor. Endlich spiele mit Bart. Es war wie immer ein Fest. Habt ihr eigentlich das Duschzeug benutzt? Ja, das wurde uns tatsächlich, Simon und mir, mal vor einiger Zeit geschickt. Ein Massageschwamm und Duschsachen mit schönen Sailor Moon hier drauf. Das gehört sich natürlich auch dazu. Natürlich haben wir das benutzt, aber das ist auch ein gutes Thema. Die Spiele mit Bart Kinofilm. Ich glaube, ich hatte die Gelegenheit, das noch nicht direkt nochmal an euch zu sagen, on air, auf dem Sender. Aber vielen Dank. Und jetzt, bevor ich weiterrede, ich habe eine Erdnuss in der Nasennebenhöhle gerade bekommen. Oh Gott. Es war so eine schlechte Idee, Erdnüsse zu essen. In zwei Tagen habe ich noch eine gegessen. Warum mache ich das? Weil ich Hunger habe. Nur das. Ich habe Hunger, ich habe trotzdem die Erdnuss gegessen.
Habt ihr in der Nasennebenhöhle. Vielen Dank für den Spiele mit Bart Kinofilm-Event, wo ihr so fleißig dabei gewesen seid. Ich hatte es ja immer wieder mal angedeutet, hier in der Vergangenheit, als Simon und ich das Spiele mit Bart Night Trap gedreht hatten und wir noch nicht so ganz wussten, was genau man daraus machen kann, war die Idee dahinter, jetzt können wir es ja mal auch mal frei heraus sagen, dass wir so eine Art Public Viewing mit euch machen, weil das fand ich auch mal ganz nice, wenn das Ding eh schon so lang geworden ist wie ein Spielfilm, so ziemlich genau 2 Stunden lang, etwas paar Sekunden unter 2 Stunden. Warum nicht, ne? Wenn es eh was Spezielles ist und wir es eh mit Audience machen wollten, Simon und ich, dass da nochmal Zuschauer dabei sind, dann können wir dann ein paar Reviews draus machen und dann ist auf einmal eine Kinopremiere draus geworden. Das war natürlich auch ganz krass, ne? Wenn anstatt 50 Shades of Grey 3, 53 Shades of Grey, sollten die nicht so mit der Benamung hingehen, obwohl dann wird es nicht ganz passen, ne? Erster Film 50 Shades of Grey, zweiter Film 51 Shades of Grey, du musst ja mit der 0 anfangen und dann wird es 52 Shades of Grey. Dass da eine Vorstellung ausfallen musste, damit wir damit Spiele mit Bart rein können, muss sagen, es war ja auch ein bisschen sexier, als dass wir die Möglichkeit hatten, dass es so dann groß geworden ist. Das war erstmal cool, sich selbst auf der Leinwand da zu sehen und dabei zu hoffen und zu beten, dass die Leute auch an den Stellen lachen, wo ich gedacht habe, dass sie lachen. Habt ihr zum größten Teil übrigens getan. Bloß ein paar Sachen, glaube ich, wo ihr gelacht habt, wo ich nicht gedacht hätte, dass da gelacht wird. Das ist ja immer so dann, ne? Man hat dann natürlich, wenn man sowas vorbereitet, speziell in der Form, wo nochmal ein bisschen Humor, ein bisschen dies, jenes, ist natürlich also sehr geschmäcklerisch, ne? Aber man muss natürlich abstrahieren, ist das nur für mich lustig oder kann auch jemand anderes drüber lachen? Es waren tatsächlich gerade im Kinoerlebnis, gut funktioniert, was mich gefreut hat. Ne? Und dementsprechend auch ein rappelvolles Kino mit 350 Leuten, Simon und ich in den Anzügen. Und jemand hat, wir können mal auf den Laptop draufgehen, sogar eine IMDb-Webseite zu Spielen mit Bart, dem Kinofilm gemacht. Wo ihr übrigens raufgehen könnt und schön 10 Punkte alle jeweils. Da, ich glaube 12 Ratings bisher. Wie ist es verteilt? Ein paar Zehner, ein paar Einser wahrscheinlich, ne? Kein Einser bisher. Na, das wird sich jetzt ändern. Ne? Jetzt, wo ich es gesagt habe. Das ist das, was man bei IMDb immer sieht. Ja, Leute entweder, die sagen, das ist das Beste und dann die miese Peter aus dem Internet, no fun allowed, 1. Der da raushauen. Da sieht man es hier. 18 bis 29, 30 bis 44 haben bisher gewählt. Insgesamt 12. Aber sehr männlich zentriert natürlich. Die anderen haben sich nicht definieren lassen. IMDb-Staff, US-Users. Einer aus den USA. Also ist extra jemand angereist. Hat sich angeguckt, ist auf IMDb vorhanden. Und jetzt bin ich auch damit als Regisseur vermerkt. Das ist da auch ganz nice. Das ist schön, ne? Ja. Der Berlinale könnte mich gerne einladen. Ich mache auch bei Mitzwas. Einmal die Schere in die Hand, wieder Mohel, Schnippschnapp, Vorhaut ab. Sollte kein Problem sein. Müsst ihr nur ein bisschen das Extra-Paket buchen. Aber gehen wir auf die IMDb-Seite hier nochmal drauf. Den Text habe ich nicht geschrieben. Mal gucken, ob der dem Englisch auch gut ist. As part of the Spiele mit Bart YouTube Series, Gregor and Simon look at one of the most infamous games of its time, but this time it's in the shape of the movie. Will they understand the public outcry of the time? Time. Also, danke für wer auch immer das geschrieben hat. Vielleicht gegebenenfalls noch mal ein bisschen grammatikalisch gucken, ob das denn passt. See full cast and crew. Ich habe auch Michael Budikoff eingetragen. Der ist jetzt hier nicht dabei. Was mich wundert, also ich habe es gedreht, ich habe es geschnitten, produced by Simon, was? Simon hat on the action gemacht, aber produced, was bedeutet denn produced? Warum bin ich nicht der Producer? Egal, können wir ja ein bisschen aufteilen. Aber schade, dass Michael Budikoff nicht seinen eigenen Eintrag bekommen hat. Vielleicht wäre das nochmal die Extraprüfung, ob der dann auch wirklich lebt oder nicht. Und sie hätten Daniel Budimann hier verlinken können, das wäre ja ganz nice gewesen. Und das Poster vor allem. Es ist... Es war mein... Mal gucken, kriege ich das größer? Ja, plus. Da, ich krieg's ein bisschen... Okay, nicht so viel größer. Aber ihr seht's dann da ungefähr. Es war meine Traumvorstellung, da auch ein richtiges Kinoposter zu haben. So schön im 80er-Style. Zu sagen, ey, guck mal, ne, da könnt ihr hier so wie Goonies und so wie Ghostbusters oder was auch immer, so die typische 80er-Style-Sachen, so mit Horror-mäßig, ne, guck mal, die Vampire, die oben sind und der Budikoff ist hier nochmal unten mit dabei. Ist es ja auch ungefähr, ja, schaut euch das mal an. Aber kann man, Moment, ich nehm die Brille auch mal ab und dann mal an. Es sieht ein bisschen so aus, als ob ich Mumps hab, ne, auf dem Bild. Also ich glaube, es machen mehr so die Reißzähne.
die da sind, aber es hat sich irgendwie ergeben wohl, dass ich Mumps habe. Und es sieht nicht ganz so aus wie die Dinger, die man in den 80ern gehabt hätte. So, die Idee ist da, aber es sieht, wisst ihr, woran mich das eher erinnert hat? Wenn ich hier auf dem Hamburger Dom oder auf einer anderen Kirmes, ne? Wenn ihr da, jetzt wisst ihr, was ich meine, ne? Die ganzen Buden, die da aufgestellt werden, oder wieder der Autoscooter, diese geairbrushten Figuren auf den Fahrgeschäften drauf. So sehe ich aus. Und ich werde daheim auch nur noch Mumpsy genannt. Wegen dieses Bildes. Ist ja vielleicht auch der Mumps, der dazu kommt. Hier nicht diese schlanken Linien, die Simon hat, sondern einfach mal so einen runden Bumsi-Kopf. Ist das? Oh Gott. Oh Gott, er wird größer. Herr Budimann, sagen Sie vielleicht gerade die Werbung an. Oh nein! Oh nein! Er übernimmt uns alle! Da sind wir wieder zurück nach der Werbung. Ich habe den Fehler gemacht und trotzdem das fucking Studentenfutter weiter gegessen. Ich brauche ein Brötchen oder sowas danach. Egal. Aber wisst ihr, was ich vielleicht eventuell danach mache? Mal gucken. Ich habe, Kollege Fabian und ich haben gleich noch Meetings und anderen Stuff, den wir erledigen. Eigentlich wollten wir danach Windelweich angehüpft aufnehmen, aber es klappt heute zeitlich nicht, ne? Weil da so viel Stuff ansteht. Aber wenn ich die Zeit finde, ich habe hier meinen Super Nintendo Classic Mini dabei, mit ordentlich Stuff drauf. Und vielleicht, wenn ich die Zeit finde danach, da sagen wir euch auch noch dann Bescheid, gehe ich noch mal ins Hengi-Hauptquartier und spiele mal ein bisschen mit euch. Aber ich habe jetzt nicht meine PS4 noch mal mit Secret of Mana, ich habe das Original da drauf. Das könnte man eventuell sich dann noch mal angucken. Also vielleicht machen wir das, ne? Als kleine Entschädigung oder so, das passt dann schon. Im Chat wurde noch mal gefragt, stimmt das Budget von Nightcry bei IMDb mit 5.000 Euro? So. Die Regie lacht als erstes. Erstmal, ihr meint wahrscheinlich Night Trap statt Nightcry, denn für Nightcry, das Budget für Nightcry, ich glaube, die weißen Handschuhe haben irgendwas gekostet, die ich anhatte. Und ich habe 3 Bier von meinem eigenen Geld gekauft, ja, damit wir das Ding überstehen. Ich glaube, sonstige Zusatzkosten zu dem, was wir hier sonst haben, gab es nicht. Nur die Qualität, nur Kosten auf menschlicher Basis. Und das gleiche gilt für Night Trap. Ich glaube nicht, dass da 5.000 Euro Budget dahinter war. Heißt das, dass ich sehr wirtschaftlich war für das? Hm? Weil wir haben ja das ja gemeinsam mit dem UCI ausgerichtet. Und ich habe nicht extra dran verdient. Ich habe nicht noch mal, bin da vorne hingegangen, habe gesagt, hey Leute, hier spendet für Griechenland oder so. Nein, ich habe nichts extra dafür gesehen. Ne? Da ist nichts zusätzlich dazugekommen. So dass wir die 5.000 Euro Budget dann noch mal hier mit drin vermauschen können. Vielleicht hätte ich mich da vorstellen sollen und dann hier, ja, danke, eine kleine Spende, hier ist mein Patreon, irgendwie so, unterstützt für neue Filme. Aber nein, ihr habt das so bekommen vor. Ich hab meine Zeit und meine Energie investiert. Und da könnte man das vielleicht mit 5.000 Euro gegenrechnen, ja. Wo würdet ihr sonst für 5.000 Euro sowas bekommen? Aber monetär im Deutschen ist dem so nicht gewesen. Wirst du beim neuen New Game Plus dabei sein? Ja, das werde ich. Wird hier nochmal gefragt vom Fusselkäfer. Ich weiß nicht, inwiefern, wir haben dazu auch gleich nochmal Meetings und Besprechungen und den anderen Schissel. Da wird es wahrscheinlich in Bälde da auch nochmal ein bisschen was Konkretes zu hören sein. So lang ist das nicht mehr hin. Bis es kommt und ihr könnt euch darauf freuen. Ich glaube, das wird ganz cool. Ich will jetzt auch vermeiden, mehr dazu zu sagen, bevor ich dann irgendwelche Spoiler-Sachen hier mache. Ich spoile ja nicht so viel, so ein bisschen. Dann passt das schon. Aber so ist es. So ist es nun mal. Ich habe vergessen, was war die Frage nochmal? Moin Gregor, wirst du demnächst mal ein PS2-Special machen mit dem Thema PS2-Games auf heutigen TV? Schlagwort HDMI, Upscale, HDMI-Converter. So groß ist das Thema, glaube ich, nicht unbedingt. Ich mache ja gerade, was den Retro-Club angeht, das hört sich nämlich nach einem Retro-Club-Thema an. Sind natürlich so ein paar verschiedene Sachen. Ist es etwas, was so zeitaktueller ist, wie das Analog Super NT, was wir letzte Woche dann gezeigt haben, was Fabian von seinem eigenen Geld importiert hat? Fand ich auch ein bisschen weird dann nochmal, wenn man nicht nochmal extra sagt, dass man nichts hier irgendwie bekommen hat zum Testen oder so.
der meiste Stuff, den wir da haben, ist aus eigener Tasche gekauft und wir zeigen das dann einfach aus der aus dem Nähkästchen präsentieren wir, zeigen wir, machen wir den Stuff und so. Und Themen sind ja ein bisschen bunter gewürfelt, mal ein bisschen was Absurdes, mal ein bisschen was Informatives, mal geht es um die bösen Babys in Videospielen. Ne? Jetzt wird es um Secret of Mana gehen, nächste Woche dann gibt es die Geschichte von Gargoyle's Quest gemeinsam mit Simon. Also alles buntes Zeug und so weiter. Bei den so PS2-Upscalern und alles, es gibt ja jetzt schon jede Menge Videos im Internet, die sich super duper in-depth damit beschäftigen, hey, ob es jetzt eine PS2 ist oder eine alte Konsole, das sind die verschiedenen Anschlusskabel, die es überall gibt, das sind Konverterboxen, das sind Upscaler wie der Framemeister oder das OSSC oder so. Die haben da schon, gerade was die PS2 angeht, da gibt es irgendwie so ein 1-Stunden-Video von My Life in Gaming, ne, die da monatelang dran geschnibbelt und gemacht haben. So in der Form, glaube ich, können wir es nicht machen. Was nicht ausgeschlossen ist, ist, dass wir mal so ein Upscaler-Special machen mit Fabian zusammen, der hat ja auch den größten Teil bei sich nochmal daheim, was jetzt so OSSC und den anderen Stuff angeht. Aber ich glaube, das hat nicht so eine schnelle Relevanz, dass wir das jetzt unbedingt machen müssen. Gegebenenfalls, wenn wir irgendetwas haben, wo wir das dran draufhängen können und sagen, ey, das ist jetzt gerade von Interesse, lass uns das dann nochmal präsentieren und machen dann. Aber ich habe es jetzt nicht für die nächsten 2-3 Wochen eingeslottet, sozusagen. Werdet ihr Celeste bei Windelweicht angehüpft weiterspielen? Ja, ich glaube, wir hatten uns darauf festgelegt, ja, vor allem, weil ihr ja auch Feedback-mäßig in dem YouTube-Video dann auch euch dafür ausgesprochen habt. Hashtag Moin Moin, Hashtag RBDV. Könnt ihr natürlich auch weiter Sachen schicken. Nicht vergessen, bisher Studentenfutter. Erdnüsse sind Krieg. Und jetzt, der Okto wohnt jetzt an deinem PC. Habe ich übers? Ja. Mein Baby kam am Geburtstag zur Welt. Ist es nicht schön? Ja, die Serie, das freut uns sehr. Sah es auch so aus. Ist das schon Super Saiyajin Ultra-Stufe oder so? Das sieht doch aus wie Dragon Ball. Ich kenne doch die Kanten hier. Ne? Du hast ein Baby aus Dragon Ball bekommen. Das ist schön. Das freut mich sehr. Vor allem, das ist auch am Geburtstag. Kann er sich immer daran erinnern, an ein Datum, was keine Relevanz 2 Monate später für zumindest Rocket Beans dann mehr hat. 15. Januar war es, ja? Ne? Die 3 Jahre Rocket Beans. Das sollte so passen, das sollte so gehen. Was haben wir noch? So, ich bin jetzt wieder ein bisschen wacher. Ich glaube, ich kann kohärenter quatschen und Sachen und machen und tun. Das Studentenfutter, das hängt mir immer noch ein klein bisschen im Hals. Das müsste eigentlich nicht sein. Einmal weg damit. Noch eine Maus, die von Annabelle geklaut ist, die Maus. Steht hier Bell drauf. Ist auch eine kleine Maus, ja. Passt es. So, braucht man keine großen Hände, um die zu benutzen. Das ist recht praktisch. Falls sie sie vermisst, muss sie einfach nur Moin Moin gucken. Da kann sie sich hier abholen, die Maus. Ich habe die in Touch vergessen. Ne? Ich hätte die Möglichkeit potenziell gehabt, auf dem Weg hierhin komme ich an Kiosken vorbei. Natürlich. Ne? Aber ich habe mich nicht getraut, nur eine in Touch zu kaufen. Weil so, das denk doch mal drüber nach, ne? So, wenn ich sowas, also ich mag das Haptische, das ist eigentlich ganz cool, wenn man hier aufklappt und euch zeigen kann und mal gucken, was da so frisch, was war es den Leuten wert, in gedruckter Form an Nachrichten da reinzutun, ne? Da hat sich jemand gedacht, das ist wert, gedruckt zu werden. Das kommt ja nochmal hinzu, deshalb hole ich gerne die physische Ausgabe, dann hier, um sie mit euch durchzublättern, was Morgenhaftes, ne? Theoretisch, wenn ich so einen Kaffee hätte und alles und nicht nur die Erdnüsse, die ich fast jetzt nochmal gegessen hätte. Aber das mache ich dann meist, wenn ich, was weiß ich, gehe zum Supermarkt, ne? Und dann, das ist so fast schon der kondomtypische Einkauf. Ne? Du kaufst ja auch nicht nur Kondome, ja? Sondern du kaufst irgendwas anderes dann noch dazu. Einfach um deinen eigenen Fremdscham zu besänftigen. Dann nimmst du nochmal hier, natürlich brauche ich noch eine Zahnbürste, auch wenn ich 5 daheim habe. Oder ich nehme noch ein bisschen Soßenpulver von Maggi oder so. Wobei ich habe gehört, dass Edeka keine Maggi-Produkte und keine Nestlé-Produkte mehr machen, sondern wo soll ich denn meine Süppchen daher? Egal. Aber du kaufst nicht nur eine InTouch. Und wenn ich jetzt nur in den Kiosk reingegangen wäre und ich hätte jetzt nichts anderes gebraucht, da gehe ich hin und sage, sagen Sie mal, wo haben Sie denn die InTouch? Haben Sie auch die neue, die aktuelle? Lassen Sie mich mal gucken. Oh, da ist ja, Sie mal, also Britney Spears da vorne auf dem Cover. Was macht die denn da? Gebärt die gerade? Hätte ich nicht gedacht. Diese Diskussion wollte ich gerne vermeiden. Ja, da ist hier ein guter Hinweis vom Chat, die InTouch im Playboy verstecken. Ne? Dass man nicht mehr so
Damit, dass man nicht mehr so verschämt sein muss. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich wollte nicht nur in den Kiosk reingehen und dann sagen, geben wir mir einen Touch. Es wird empfohlen im Chat auch noch, dass ich Knorr statt Maggi-Süppchen. Knorr ist nicht so gut. Ne? Kann man machen, muss man nicht. Das ergibt keinen Sinn. Wirst du Moulaka spielen? Das ist auch lustig. Das kommt Anfang März, das haben wir gesehen. Da haben wir sehr gelacht, als auf der E3 ein Spiel namens Moulaka präsentiert wurde. Was genau das heißt, ist aber nochmal. Moulaka. Das war eigentlich Moulaka-Trailer. So, machen wir den mal an. Machen wir den Ton mal ein bisschen runter. Der lief ja. Der lief ja zur E3, der Trailer damals. Und dann sehen wir den. Ja, sieht ganz interessant aus. Ist so ein bisschen oldschool. So PlayStation 1-Style. Natürlich mit besserer Auflösung, aber flachen Texturen. Wie heißt denn dieses Spiel? Ach, guck mal, so ein bisschen Open World. Ja, ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Probieren wir es mal aus. Na, so mit Papageien und da kannst du Wasser und kannst sie sogar verwandeln und hast hier so Kampfsysteme und kannst hier auf die, ist er gerade auf den Gockel gesprungen für den Double Jump. Das sollte man natürlich dann nicht machen. Und dann kommt, wie lange der auch immer geht, kommt das Ende hier. Da. Wer ist das Spiel? Moulaka. unabhängig davon, dass der Name so lustig ist, unabhängig davon werde ich es, glaube ich, trotzdem spielen, weil das Spiel cool ausschaut. Ne? Müsste man ja nicht unbedingt dann darauf verzichten. Gregor, wirst du Kingdom Hearts 3 auf dem Sender spielen, wenn es rauskommt? Ich glaube schon, ne? Weil irgendwie, glaube ich, habe ich Bock drauf, einfach diesen Autounfall, diesen 10 Jahre alten Autounfall, wo die auch immer dran entwickeln, zu sehen. Vielleicht ist es ja cool. Ich weiß es ja nicht. Ich hoffe drauf, wenn die schon so lange dran entwickelt haben, kann es ja hoffentlich nicht schlecht sein. Und das wird ganz witzig sein, oder? Müssen wir das aber auch richtig machen, ne? Da müssen wir das muss der große Kingdom Hearts Event, glaube ich, sein. Ne? Und da müssen wir richtig mit Originalstimmen und sowas, ja. Alle Texte dann so mit Donald und allem drum und dran, dann sollte das passen. Aber wenn es rauskommt, ne? Das haben wir jetzt auch noch nicht. Wenn ich den Touch nicht habe, ich mich trotzdem ein bisschen mich in der Welt der Promis begeben. Es wurde mir die Gala empfohlen oder die Bunte, die Webseite, die werde ich dann auch anmachen. Aber ich glaube, Gala und Bunte haben andere Klientel, weil deshalb hole ich mir auch nicht die Gala und nicht die Bunte. Ne? Weil das klingt so ein bisschen, Gala und Bunte sind so schon wieder Krebs festgestellt bei Schwarzwald-Klinik-Mitarbeiter XYZ oder so. Sie werden nicht glauben, was Prinzessin Stefanie für ein Leid widerfahren ist. Das ist alles so, solcher Stuff, ne? Also zusammen erfundenem Stuff über Royals und so. Hier, Bunte. Das erste, Henrik von Dänemark, der Arme, ist verstorben. Ja? Emotionale Szene bei Beerdigung, seine Enkel suchen halt bei Mama. Warum hier das Mama hier ausgebleicht ist, weiß ich nicht. Leonore von Schweden. Das ist ja alles nur Royals. Hier, sie haben sogar einen Royals-Button direkt auf der Hauptseite. Das geht ja nicht. Die vierjährige Gans in Rosa, was interessiert mich das? Aber, immerhin, so sehr litt er unter der Scheidung von Demi Moore. Der litt so sehr, dass er gleich mal Mila Kunis geheiratet hat, ne? Das sehe ich doch. Ne? Fiel ihm total schwer. Ist das, ah, guck mal, es ist tatsächlich ein richtiger Artikel, ne? So mit Text oder so, das sind nicht nur 3 Zeilen. Er aß eine Woche lang nichts. Das hat mich ziemlich mitgenommen, nichts mehr mit Demi Moore da zu machen und den 3... Dann heiratest du Demi Moore, bist du auch der Vater von Bruce Willis' 3 Töchtern. Das ist auch eine Serie an sich, ne? Ich hab Demi Moore geheiratet, doch jetzt bin ich auch Vater von 3 Töchtern von Bruce Willis. Und der schaut auch dazu auch mal vorbei, auf Fox. So, ne? Das wäre auch mal eine Serie gewesen. Aber den Ashton, den hat's gerissen. Den Ashton hat's gerissen. Gerade habe ich noch eine Nachricht hier gesehen. Bald erfahrt ihr, warum dieses Foto bringt die Gerüchteküche zum Überkochen. Hayden Panettiere hat der Wladimir einen Treffer gelandet. Wie will man es dann sagen? Annemarie Carpendale hat auch ein Babybauch. Was ist denn hier los? Ich wollte doch, da war eine Meldung, obwohl das ein Video ist, ne? Da war irgendwas von dem süßen Sohn von Dieter Bohlen. What the hell? Sixpack wieder verschwunden. Oh, ist das Sophia Thiel, oder? Na? Die hatte ich mal interviewt vor einiger Zeit, also interviewt am Red Carpet. Aber ich glaube, sie wusste auch nicht, was da gefragt wird, so richtig. Da, ist ganz der Papa. Dieses neue Foto beweist es. Oh, nee, keine Videos. Videos wollen wir nicht gucken. Das ist eh alles.
Da, und die Octomom. Neue Fotos der Achtlinge. Und so hübsch sind die Kids. Ja, nachdem die 8 Kinder, die hat 8 Kinder bekommen, nachdem sie Fruchtbarkeitsklinik gemacht hat. Und dann hat sie eine Reality-Show draus gemacht. Und guck mal, lass mal die Kamera hier überall draufhalten, wo all die 8 Kinder da rumdödeln und machen. Egal, aber Ashton Kutcher konnte nichts essen. Verona Poth, tut mir leid, auch wenn du versuchst, seit 20 Jahren das anzumachen, für mich bist du Verona Feldbusch. Mit fast 50, sie wünscht sich noch ein Baby. Sie hatte doch mal Musik. Nee, ich denke an Jenny Elvers gerade. Obwohl Verona Feldbusch hatte auch Musik gemacht damals, bevor sie überhaupt als Verona Feldbusch bekannt geworden ist. Und wie hieß die andere noch mal? Jenny Elvers. Vor Elbertshagen noch. Die hat auch Musik gemacht. Da gab's Blond and Stupid. Das war der Song von Jenny Elvers. Regie, ich werde ihn anmachen, aber ich mache den Ton aus, weil ich nur das Video haben will. In kleinem Fenster. Ich bin ja klüger, als die GEMA erlaubt. Jenny Elvers and the Jenny Girls. Ich glaube aber, die Jenny and the Girls hieß die Gruppe, okay? Blond and Stupid. So, machen wir mal den Ton aus. Da sehen wir es. Das waren so, bevor sie dann Socialites wurden. Tut sie so, als ob sie Gitarre spielt. Regie von Doro. Ist das Doro Pesch? Ich weiß es nicht. Aber es ging so, Blond and Stupid. La 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 la. Blond and Stupid. La 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 la. Und dazu so ein Techno-Beat dahinter. Da sehen wir auch, was für ein Aufwand in die Videos reingegangen ist. Ja. Weil, was mit den anderen ist, mit den Radiofarm-Zwillingen, weiß ich jetzt nicht, aber Jenny Elvers hat angefangen hier mit Musik und dann hat sie nie wieder Musik gemacht. Ne? Glaube ich jedenfalls. Vielleicht hat sie Musik gemacht und keiner hat's gemerkt. Blond and Stupid, la 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 la. So, jetzt gucken wir mal, Verona Feldbusch, wie ist denn, die hatte noch einen anderen. Verona Feldbusch Musikvideo. Wie ist das denn von der? Nicht Love of My Life? Nein. Kiss. Ich lieb Verona Feldbusch. Ich glaube, das ist es. Chocolate. Everybody Salsa. Und was ist sie das? Von Ritmo de... Nein, das ist sie nicht. Ritmo de la Noche von Chocolate. Members Verona Poth, Alex Christensen. Okay. Ja, das ist sie. Von der Muffi hier. Everybody Salsa, left and right. Everybody Salsa, Verona Feldbusch. La 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 la. Da tanzen wir da hinten und machen einmal links und rechts. Ich kann nicht mehr. Everybody Salsa. Das war auch so das Typische. Schwarzer Rapper, weißes Vibe. Ich glaube, die hatten gar keine GIs mehr an den Stationen hier in Deutschland. Haben sie alle geholt und zu Rappern gemacht in den 90ern. Ja, so war das nun mal. Schaut euch mal die Gruppen von damals an. Ja, Mr. President, The Omen, alle anderen, die mir gerade nicht einfallen. Call me Mr. Raider, call me Mr. Wrong, call me Mr. Vane. Wie sind die nochmal? Die hatten auch, ne? Es war alles das gleiche, 24/7, hatten alle exakt das gleiche Prinzip. Ein GI haben sie sich gesucht von den Kasernen hier, ja, weil die dann wahrscheinlich hier stationiert waren und vielleicht nicht so viel zu tun hatten. Aber wir brauchen ja so ein bisschen amerikanisches Lebensgefühl für Leute, die auch Deutsch sprechen. Und da haben sie eine weiße Frau dazu gepackt. Und fertig hast du die 90er-Band. So war das damals. So hat man das gemacht. Und hier, Everybody Salsa, la la la, la 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 la. Und dann kam hier Verona Feldbusch, Harald Schmidt. War nicht mehr Everybody. Das ist auch, wie Harald Schmidt ausgesehen hat. Das ist großartig. Und Stefan Raab, Putzen, Kochen oder Liebe? Bohlenscheidung. Von welchem? 96. 22 Jahre her. Und ich kann mich sogar an das Debüt der Schmidt-Show erinnern, ey. Voll der Bullshit hier. So, wie sah denn... Ja, das ist doch mal ein 90er-Kleid. Das finde ich nice. Da, so direkt aus dem Kleiderschrank von Blümchen. Bevor der Franjo, ne, seine MP3-Player illegal verkauft hat. Allegedly, sagt man ja auf Englisch, ne? Ich weiß nicht, ob es so war, aber so hieß es ja in den Nachrichten, dass der Mann Franjo hier illegal MP3-Player verkauft hat. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber es kommt davon, wenn es mit der Karriere nicht mehr so geklappt hat, dass sie dann die Dinger verkauft hat. Stefan Raab. Das Lustige ist, wie Stefan Raab früher dann auch aussah. Hier ist er auch bei Harald Schmidt. Da kommt er. Button, dupen, diepen. Da, ba, du, ba, di. Ha, ich bin so lustig.
Aber ich muss sagen, Stefan Raab war schon sehr, sehr gut in den 90ern. Das war schon sehr subversiv. Das war die richtige Stufe vor allem auch. Wenn du eine Stufe drüber gehst, dann hast du Lemmerman und nicht mehr Stefan Raab. Seinen Look hat er komplett geändert jetzt hier, ne? Mit weniger Haaren und weniger Brille und mehr Geld auf Tasche. Das war schon ganz großartig bei Viva damals. Mach nochmal, klar. Ist auch, glaube ich, ganz angenehm da. Wenn du eine Stufe drüber gehst, über Stefan Raab in den 90ern, dann war natürlich hier Lemmerman. Also mehr 90er als das hier geht's nicht. Wer schon immer sehen wollte, wie sich Speed und andere Drogen direkt in der Blutbahn äußern, der muss sich einfach nur Lemmerman angucken. Aha, ich bin's, Lemmerman! In meinem crazy 90er Wohnzimmer. Da habe ich ein Teletubby und drei Teletubbies und so einen Riesenhammer. Also die Kameraführung ist auch das Geilste, ne? Da wird so auch so ein bisschen. Ich muss mal einen Moin Moin drehen, wo komplett die Kamera. Wobei, das heißt Future Club, ne? Wenn ich das mache. Ja. Ich glaube, selbst. Ja, genau. Hey Leute, herzlich willkommen zur Morning Show hier auf Rocket Beans TV. Wow, es ist geil, es ist toll, es ist funky, es ist fresh. Ich habe keine Themen, aber das ist voll egal. Wir sind wild, wir sind fresh, wir sind cool. Blunt und stupid. Wow! Ist die beste aller Morning Shows. Holy shit. Und dazu noch ein Lemmerman. Vielleicht sollte ich immer. Unter Schlafmangel. Das machen. 4:3 fehlt noch, sagen die Leute im Chat. Naja, ihr könnt ja auch die Augen zusammenkneifen und so Hände davor halten. Dann habt ihr das ganze Leben 4:3. Wenn ihr es haben wollt. Das waren aber die 90er. Da sind wir vorher von der Schule nach Hause gegangen, um uns das anzugucken. Ja, das und GZSZ. Ja, wie sich Frau Meinhardt, wo sie ihren Kopf einfach mal in den Backofen gepackt hat. Ja, nachdem Peter Becker und Heiko Richter nicht mehr und Elke Opitz losgegangen sind und nicht mehr in die Schule wollten, weil sie ihr Abi gemacht haben und da hatte Frau Meinhardt als Klassenlehrerin keine mehr da. Ja, und da hat sie sich einfach in der ersten Folge den Kopf in den Backofen gepackt. Was für ein Cliffhanger, da gucke ich morgen auch. Und dann fuhr Heiko Richter mit seinem Kanu den Strom herunter und da war er nie wieder gesehen. Da war die große Karriere da. Für Andreas Elsholz. Flugzeuge in meinem Bauch. Ich glaube, es sind eher die Erdnüsschen. Kein einziger Charakter stammt aus GZSZ. Alle Charaktere stammen aus GZSZ, mein Freund im Chat. Jacob. Ne? Wenn du keine Ahnung hast, dann schnatter mal nicht. Heiko Richter, Peter Becker, ja? Patrick Graf, Elko Opitz. Stehen sie alle aus GZSZ. Wirklich. Bitte noch ein Musikvideo mit Oli P. Das Lustige war bei Oli P. Gucken wir mal, was Oli P. denn hier hatte. War Flugzeuge in meinem Bauch, war das von Oli P.? Oliver Petzuk hat, den hatten wir hier ein paar Mal auf dem Sender. Was ich sehr lustig fand, ich hatte einmal eine Talkshow mit Oli P. gesehen. Ich weiß nicht, oder war irgendwo als Kandidat dabei. Und hat dann... Oh ja, da ist ein Flugzeug in meinem Bauch. Oh, der sah so jung aus, ey. Beim ersten Mal, Moment, das erste Mal, da hat's noch weh. Okay. Nehmen wir das hier mal. Ich hatte mal in irgendeiner Game-Show gesehen, war es bei Raab oder sowas, und da saß er mit irgendjemandem gegenüber und hat gesagt, ich spiele den weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Da wusste ich natürlich, ha, das ist auch so jemand wie ich, ne? Der vormittags nicht arbeiten muss, weil zu der Zeit habe ich nur nachmittags bis nachts gearbeitet und kann sich die ganzen RTL 2-Animes reinpfeifen und hat Yu-Gi-Oh! Geguckt. Nicht mehr, das erste Mal tat es noch weh, aber es lädt nicht. Ich glaube, die GEMA drosselt gerade unser Internet. Die GEMA drosselt das Internet, aber ich habe doch gar keine Musik an. Wie kann die GEMA das Internet drosseln? Um die Geschichte zu Ende zu machen, ich hab dann hier vorgeschlagen, dass, ey, ich habe mal gesehen, dass der mit Yu-Gi-Oh! Jetzt geht aber nicht mal, jetzt geht gar nichts mehr. Prüfen Sie mal. Was geht denn hier? So. Das erste Mal tat es noch weh, das zweite Mal laden wir noch mal neu. Er hat es hier vorgeschlagen und ich glaube, dann hatten wir sogar was mit Yu-Gi-Oh! Mit ihm hier gedreht. Also anscheinend lag ich wohl nicht so falsch dann damit. Ich stehe hier auf dem Flugfeld. Das erste Mal tat es noch weh, als das Flugzeug mich getroffen hat. Das erste Mal, als ich so ein Hemd kaufte, habe ich mich geschämt, aber es tat noch weh. Beim zweiten Mal was geiler. Beim ersten Mal pflichtest du mir nicht bei, Frau, die da liegt, die ich noch nie gesehen habe. Ein Bett im Kornfeld liegt hier auch irgendwo herum.
Was macht er denn in deinem, ist das das Mercedes-Museum? Drehen Sie da nicht bei Red Bull irgendwie immer solche Sachen? Bei RBTV, hatte ich fast schon gesagt. Für mich war RBTV ja früher Red Bull TV, für die habe ich ja produziert. Das hat mich das schwer gewundert, dass wir hier auch RBTV heißen. Da haben sie so eine Talkshow in so einer Flugzeughalle. Gib mir mein. Kenne ich die auch nicht? War die nicht mal auch bei GZSZ oder so? Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. La 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 la, das erste Mal tat's noch weh, mit Olli im Video zu singen. Aber jetzt stehe ich in der Flugzeughalle, jetzt tut's nicht mehr so weh. Schön. Und Ben, der soll, glaube ich, auch ganz nett sein. Von dem hatten wir lange Zeit hier eine goldene Schallplatte, weil das irgendwie nochmal mit unserer alten Produktionsfirma Riesenbuhai produziert war. Oh, da hat jemand die Videoidee aus den USA geklaut. Direkt mit dieser Gimbal. Ist das ein Gimbal oder sowas, ne, was man sich vor sich schnallt? Ich kenne leider die Terminologie nicht ganz so richtig. Da haben sie es einfach umgedreht, ne? Weißer Rapper, schwarzes Vibe. Weil wenn die ganzen GIs hier schon in anderen Bands drin sind, da brauchen wir mal anders Representation. Gerne doch. Eimann, du bist mal, das ist ja alles großartige Sache, wo wir nicht die Musik hier angucken. Nee, der soll eigentlich ganz nett sein, der Ben, habe ich aber auch gehört. Echt. Weinst du, ich will eigentlich das andere. Da. Du trägst keine Liebe in dir. Oh, ist das nicht das Musikvideo? Schade. Aber ist egal, nicht das andere Musikvideo. Ist auch ein guter Abschluss für die Folge heute. Es passiert, wenn man übermüdet ist und nichts mitgebracht hat. Aber egal. Da ist echt. Na? Das ist, bevor er hier die Eni van den Maiklokjes gepillermannt hat. Und der jetzt ziemlich nicht so gut gealtert ist, aber du trägst keine Liebe in dir. La la la. Ich putz mir den Zahn. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest. Es war die Morningshow für heute. Vielleicht nächstes Mal wieder, wenn ich die Gelegenheit habe, mit weniger Rot im Gesicht. Viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Wenn ich schaffe, eventuell im Hängebüro. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Ansonsten, bis Densen!